Noch einmal hallo alle zusammen, ein zweites Mal. Wie bereits in dem ersten Video angekündigt, könnt ihr hier nun mehr und genaueres über den Kontrabass erfahren. Ich habe versucht, in diesem Video Fragen zu beantworten, wie sie immer wieder beim Tag der offenen Tür in der Musikschule auftauchen. Und vielleicht ist ja auch die eine oder andere Frage dabei, die dich, euch oder sie interessiert und die ihr auch gestellt hättet, wenn der Tag der offenen Tür wie gewohnt hätte stattfinden können. Das geht auch direkt schon wieder mit Tieren weiter, mit einem neuen Tier. Die Saiten des Kontrabasses haben Namen, wie jeder Ton in der Musik, und diese Töne werden mit Buchstaben benannt. Beim Kontrabass ist es G, D, A und E. Der Merkspruch hierfür ist, Achtung Tier, G, du, alter Esel. Und wer jetzt genau hingeguckt und aufgepasst hat, ja, er hat recht. Hier zu Hause hat mein Kontrabass tatsächlich 5 Saiten. Ich habe noch eine ganz tiefe Saite, die H-Saite. Diese Saite kommt in der normalen Kontrabass-Solo-Literatur sehr selten vor. Sie wird häufiger im Orchester verwendet, wenn ein besonders schöner Klangteppich gesucht wird für unter ein Stück, in dem sonst ja nur höhere Instrumente mitspielen. Im Unterricht geht es tatsächlich zunächst einmal immer mit leeren Saiten los. Das heißt, man lernt erst einmal den Kontrabass, jetzt habe ich meinen eigenen Hund gehabt, man lernt die Saiten zupfen, ohne dass die linke Hand einen Finger auf die Saite draufstellt. Es sind leere Saiten. Der Kontrabass ist ein ziemlich großes Instrument und es macht Sinn, sich erstmal mit dem Kontrabass ein bisschen anzufreunden. Zu merken, dass er gar nicht so leicht umkippt, wie man sich das vorstellt. Dass er relativ sicher steht, dadurch, dass er so dick und schwer ist. Und dass man ihn ziemlich gemütlich an sich dranlegen kann. Wenn das verstanden ist, nehmen wir den Bogen wieder dazu. Und der streicht nun über die Saiten. Dadurch entstehen wesentlich längere Töne. Sie haben einen volleren Klang. Und das ist der Grund, warum auch im Orchester viel mehr mit dem Bogen gestrichen wird, als an den Saiten gezupft wird. Ich streue mal eine zweite oft gefragte Frage ein. Es wird oft gefragt, warum der Kontrabass denn nicht zu den Zupfinstrumenten gehört. Weil man so häufig sieht, dass an den Saiten nur gezupft wird. Aber beim Jazz oder in einer Band wird sicher öfter mal gezupft, in der klassischen Literatur und im Orchester eben eher nicht. Also gehört der Bogen fest zum Kontrabass dazu, der Kontrabass fest zu den Streichinstrumenten. Auch wenn man ihn wie jedes Streichinstrument sowohl zupfen als auch streichen kann. Im Unterricht folgt dem Bogenstrich das Greifen mit der linken Hand. Die linke Hand ist dafür zuständig, mehr Töne, mehr verschiedene Töne auf dem Kontrabass zu erzeugen, indem sie die Saite abklemmt, indem sie die Saite vom Klang kürzer macht. Töne auf dem Kontrabass. Ziemlich schnell kann man mit den leeren Saiten Lieder begleiten und hat somit schnell ein Erfolgserlebnis, auch wenn man als relativ kleiner Mensch mit dem Kontrabass spielen anfängt. Ding.
das jeder innerhalb kürzester Zeit auf seinem Kontrabass wird begleiten können. Viele andere Stücke werden bestimmt folgen. Man kann das Kontrabassspielen beginnen im Alter von 3 oder 4 Jahren. Meine jüngsten Schüler haben im Kindergartenalter mit dem Instrument begonnen. Das ist möglich, weil es heutzutage wirklich sehr gute kleine Instrumente gibt, die der Körpergröße der Kinder entsprechen. Früher war man der Meinung, wer Kontrabass spielen möchte, muss mindestens 14 oder 15 Jahre alt sein. Es muss am besten ein Junge sein und der muss am besten dick sein, damit der Kontrabass sich an ihn anlegen kann. Und er muss kräftig sein und er muss Muckis haben und es ist ganz, ganz schwer, die Saiten zu drücken. Heute gehört das tatsächlich der Vergangenheit an. Die kleinen Bässe haben dünnere Saiten, sie entsprechen in jeder Hinsicht dem, was ein Kind gut bedienen und mit Spaß musizieren kann. Erwachsene, die mit dem Kontrabass spielen beginnen, tun dies oft aus ganz unterschiedlichen Gründen. Man kann den Kontrabass als Erwachsener für sich als tolles Instrument und als schöne Bereicherung erfahren. Man kann etwas für seine grauen Zellen tun und für die Beweglichkeit der Finger. Man kann aber auch mit dem Kontrabass wirklich in jedem Alter noch die Chance erhalten, in einer Band oder in einem Orchester mitzuspielen und so zu erfahren, wie viel Freude es macht, gemeinsam mit anderen Menschen musikalisch unterwegs zu sein.